Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Iron Zockt Assassin's Creed 2. Sorry, dass ich nochmal so ganz fies gecuttet habe, ja. Und das auch noch ohne Ansage, ja, einfach nur so. Nein, wir sind jetzt zurück. Den Turm konnte ich immer noch nicht erklimmen. Ich weiß gar nicht, wo sind wir denn jetzt? Florenz, Florenz, schon wieder Florenz, yeah, schon wieder Florenz, okay. Ja, dann gehen wir halt hier rein. Ach so, er ist das. Die Pazzi sind tot. Jeder einzelne von ihnen. Ich muss zugeben, ich hätte nie gedacht, dass ich mir den Tod anderer so wünschen könnte. Ich auch nicht. Ezio, ich danke euch für eure Hilfe, meinen Traum noch länger am Leben zu erhalten. Es war mir eine Ehre, Signore. Was werdet ihr nun tun, mein Sohn? Es gibt noch andere, die ich finden muss, Signore. Und die graben ihre Klauen bereits ins Herz Venedigs. No. La bella Venezia. Dann muss euch euer Weg dorthin führen, Ezio. Bevor ihr geht, hier ist etwas für euch. Ein Geschenk. Dieser Umhang identifiziert euch als Freund der Medici. Solange ihr ihn tragt, werden euch die Stadtwachen mehr verzeihen. Aber seid gewarnt, er bietet euch keine Immunität vor dem Gesetz. Okay. Das Glück möge eure Klinge bevorzugen. Einen neuen Umhang. Ja, juhu. Was passiert, wenn ich den jetzt töte? Ah, dann kann ich gar nicht anvisieren. Okay. Mal gucken. Ach so. Ich kann Taschendiebstahl machen. Vom Feinsten. Hat jemand meinen Gehilfen gesehen? Leonardo! Ja. Leonardo! Mi dispiace, Messere, aber er ist fort. Maestro Leonardo wurde von einem venezianischen Adligen für einige Porträts kommissioniert. Er hat genug bezahlt, um die ganze Werkstatt nach Venedig zu bringen. Eine fantastische Gelegenheit. Grazie mille, amico. Okay. Er ist in Venedig. Das heißt, ab nach Venezia. Jetzt wollen wir ganz kurz gucken. Die zeigen uns auch, ja, den Weg nach draußen. Das heißt, erstmal dahin, ganz fix. Das heißt, wir flitzen jetzt mal ganz fix durch. Oder, ja, klar, wir flitzen jetzt durch. Müssen wir nach Venedig kommen. Aber bevor wir nach Venedig kommen, machen wir einen kleinen Abstecher nach Hause. Um eben halt... auch möge das Wohlbefinden immer auf eurer Seite sein. Um eben halt auch na die Staatskasse ein wenig zu erleichtern. So, 13. Ja, euch Menschen möchten nichts haben, weil ihr habt einfach nichts. Ihr habt nur so wenig. Also, was? Ich lauf da nur. Ich hab doch nichts gemacht. Oh, ich bin aber falsch gelaufen. Aber das macht nichts. Gar kein Problem. Da entlang. Da entlang. Haben's ja bald geschafft. Heilerdienste. Achso, ich hab vor den Augen den Wachen gestohlen und somit haben sie mich entdeckt. Deswegen. Okay, gut, macht nichts, kein Problem.
Wir fahren dann gleich erstmal zur Villa. So. Dahin müssen wir nur. So. Und zwar zur Villa. Die 100 Florenz, die haben wir. Die haben wir, kein Problem. Die Taber. Brauche ich nicht laufen. So, ab zum Onkel rein. So, das heißt, wir laufen 15.000 haben wir jetzt. Ich kaufe nur mal den Rest hier auf. Gemälde. Jetzt müsste ich hier alles im Besitz haben. Im Besitz. Medizin brauche ich nicht. Die Beutel. So, Kleider färben. Nö, wir bleiben weiter in Weiß. Ah, Metall können wir nicht kaufen, weil wir kein Geld haben. Das holen wir aber uns jetzt mal fix. So, ganz fix. Die Staatskasse aufbessern. Achso, und das Grabteil können wir abgeben. Weil wenn wir schon einmal hier sind, können wir es ja machen. 47.000, ey. Boah. Ist ja gar kein Ding mehr. Oh, meine Kinder rennen hin und her. Und knallen wieder die Türen. Sehr schön, Kinder. Ach, Federn können wir auch abgeben, genau. So, wir hatten den Speertypen, genau. Oder die Speerfrau, sagen wir es mal eher so. Und wunderbar. So, noch drei Gräber und dann sind wir auch damit fertig. Da haben wir sozusagen die Rüstung von Altair dabei. Das ist doch sehr schön. So, die Federn wollte ich abgeben. Das heißt hier nach oben. Ach, Mist. So, auch mal ganz in Ruhe. Wir haben jetzt 42 Stück. Das ist schon mal sehr schön. So. 47.000 haben wir jetzt. Das heißt, wir können noch mal wegen der Metallrüstung gucken. Und dann auf nach Venezia. Ich mag teuer sein. Ja, du magst teuer sein, aber ich auch. So, Rüstung. Ha, sehr schön hier. Armschienenmetall. Oh, Metallhandschuhe, die nehmen wir auf jeden Fall. Den Dolch hier. Die Munition laden wir auch mal auf. Rauchbomben. Euer Geld scheint echt zu sein. Naja, gerade 15.000 hier gelassen, also ja, bitte. Schon bald so. Fühlt ihr euch Waffen besser. Waffen Villa freigeschaltet. Umhang in diesem Gebiet nicht wirksam. Ach so. Noch irgendwas? Nö, sonst nichts mehr. Gut. Naja, wir haben jetzt noch 15.000 in der Hand. Also. Dann reisen wir jetzt weiter. Oh, warte mal. Ich muss nach Florenz. Okay. Dann wieder. Florenz? Halt! Okay. Ja, wir machen mal da in die Mitte. Ist okay so, in die Mitte. Ach, die Kinder, die meckern wieder rum.
So, jetzt mal ganz kurz gucken, wo lang müssen wir denn jetzt laufen? Dahin? Lieber Herr Wagenhändler. Nee, in Toskana will ich gar nicht. Ach Mist, jetzt muss ich auch noch dahin laufen. Mist. Oh, ein Moment, das spulen wir mal vor, ja? So, schon sind wir raus. Schon sind wir raus. Komm her, mein Pferdchen. Ja, ich reite jetzt mal hier entlang. Mal gucken, keine Ahnung, wie weit ich jetzt... Ah, doch, doch, schon richtig. Wir müssen die Reise selber machen. Ach so. Das heißt, ich kann nicht einfach, ja, sondern ich muss wirklich die Reise selbst machen. Aber sieht ja schon schick aus. Na gut, Metallhandschuh. Ja. Wird immer schicker langsam. Unser kleiner Enzio. Na klein, nicht mehr. Leonardo! Ah. Enzio? So ein Glück! Ich habe hier ein kleines Problem. Mal sehen, ob ich helfen kann. Ich weiß, wie man es repariert, habe aber nicht die Kraft. Könntest du den Wagen anheben? Was ist das für ein Ding? Hä? Sieht aus wie eine Riesenfledermaus. Nichts, nur eine Idee, an der ich arbeite. Ich konnte sie nicht vergessen. Wofür ist es? Nun, ich sollte nicht darüber sprechen. Ach, zum Teufel! Ich halte das nicht aus! Ezio, ich glaube, ich habe herausgefunden, wie ein Mann fliegt. Komm, ich fahre. Aber ich habe doch noch nie mal gesagt, wohin ich will. Okay, Leonardos Kutsche nach Venedig fahren. Venezia, so eine schöne Stadt. So viele Inspirationsquellen. Ponte del Rialto, Piazza San Marco, La Senale. Was ist? Wir sind nicht allein. Was geht hier vor? Wer sind die? Rodrigo Borgias Männer. Warum? Was wollen sie von uns? Ich denke, sie wollen unseren Tod. Leonardo, versteck dich! Versuchen rauf zu klettern. Wirf sie wieder ab. Ezio, jemand ist oben drauf. Fahr enge Kurven, um ihn abzuwerfen. Ezio, pass auf, hinter dir. Tu irgendwas. Okay. Das sind enge Kurven für die. Solange ich die Kutsche damit nicht kaputt mache, ist ja okay. Ah! Mist, das wollte ich nicht. Pass auf! Lass die Kutsche nicht kippen! Ihr habt Feuer gelegt. Halt dich gut fest. Das wird ein bisschen hart. Die hätten ruhig Text bekommen können, die Leute. Siehe da. Er ist runtergefallen.
Oder er ist über die Brücke rüber gekommen. Los, wir müssen ihn aufhalten. Ah, nein! Sei vorsichtig, oh, ja, wir ja, können ja sie nicht mehr reparieren. Gar kein Problem. Oh, ist das ja unfair? Ach, ist das? Halt durch, Ezio! Fast geschafft! Ja! Nett gesagt! Los, Leonardo! Sie wollen mich, nicht dich. Ich treffe dich später wieder. Die Borgia-Wachen aufhalten und Leonardo. Ach so. Ha, da! Hinterher! Schnell! Los, ja! Na gut. Kommt her. Ah, Mist. Jetzt mir dein Geschenk mit dem alten Trick vom Capo. Ach, dann halt so. Na los. Na los, kommt er. Fangt an. Danke. Ich nehme auch die Pferde hier. Oder ein Pferd davon. Ihr habt doch nichts dagegen. Ganz kurz auf die Map gucken. Ich weiß nicht, ob es in dieser Bergregion auch irgendwas zu finden gab's. Weiß ich nicht. Aber naja. Ich höre meine Kinder, wie sie hier rumjubeln. Achso. Rennen freigeschaltet, okay. Attentat freigeschaltet, ja. Kuriermission freigeschaltet. Ach, wir haben schon alles, okay. Okay, okay, okay. Ich musste nur den Punkt erreichen. Naja, ist okay. So, da haben wir das auch hinter uns. Hm, mache ich jetzt Feierabend? Wird es diesmal nur eine kurze? Weißt du, am falschen Ort zur falschen Zeit bist. Ja, wir werden das so machen. Ich werde mal gucken, was meine Kinder da treiben. Ja. Mach jetzt hier Feierabend. Ja. Ist zwar diesmal nur eine kurze Folge, aber ist nicht so schlimm. Ich markiere mal nur schon mal den Punkt. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch einfach noch einen schönen Abend und erstmal ciao, ciao.